Radio Lübeck hier an ihrem Sonntag. Ich bin Jenny Bruhn. Moin. Lübeck und die Lübecker Bucht von oben. Super schön, das wissen ja die meisten. Diesmal ist es aber ein richtig besonderes Erlebnis. Und das geht mit einer 75 Jahre alten Maschine und ihm hier. Mein Name ist Fabian Scherzen. Ich bin ein von der zwei Flugkapitäns heute auf unserer DC-3 Dakota. Vielleicht besser bekannt als der Rosinenbomber in Deutschland. Heute sind wir hier vor ein Wochenende mit Rundflügen auf Flughafen Lübeck. Also Sie sind Pilot, fliegen eigentlich große Jets. Ist es für Sie denn was Besonderes, die Maschine zu fliegen, oder ist das schon ganz normal geworden? Jeder Flug ist besonders. Jedes Mal, dass wir diese Triebwerke starten, ganz anders dann normal. Braucht ein bisschen mehr Aufwand, hä? Ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl. Ich vergleiche das oft mit einem Lokführer. Hä? Sag mal, dein Dienstplan ist auf der ICE und in der Wochenende haben Sie die Möglichkeit, einen Dampflok zu fahren. Es ist natürlich ein Stück Metall, aber so eine Maschine trotzdem doch Emotionen locker macht bei vielen Leuten. Das ist anders, da hat man in der tagliche Job nicht, findet man das nicht. Das kann ich bestätigen. Ich durfte selbst mit an Bord und ich habe mich auch noch mal mit den Passagieren unterhalten. Die waren begeistert. Völlig anderes Fliegen, als wenn man in Urlaub fliegt. Es hat alles gewackelt und man hat gemerkt, dass das als noch Handarbeit ist. Das ruckelt schon. Obwohl ich Flugangst habe, aber die Neugier überwiegt einfach immer, wenn ich da eingestiegen. Ganz toll. Anfangs war ein bisschen kabbelig, aber echt schön. Der Überblick über Lübeck und auch über Travemünde vorne mit der See. Schön, dass wir hier wohnen dürfen. Ja, ich bin eigentlich fast sprachlos. Hier kriegt, glaube ich, der Begriff Turbulenzen kriegt hier nochmal einen neuen Ausdruck. Ja, also unglaublich. Das ist wie Achterbahn fahren. Muss man sich doch eine Zeit lang dran gewöhnen. Für mich ein neues Erlebnis gewesen. Es war das erste Mal, dass ich überhaupt mit dem Flugzeug geflogen bin, verbunden mit dem Tagesausflug hier ins schöne Lübeck. Das war sehr aufregend. Ja, wenn Sie jetzt sagen, boah, möchte ich auch unbedingt machen. Ein paar Plätze sind auch noch heute frei. Alle Infos finden Sie auf dutchdakota.nl. Mehr von hier, nur bei Radio Lübeck.